Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und heute ist mein lieber Mann, der Chaba, bei uns. Wie ihr am Titel vielleicht schon gelesen habt, ich war in der Parfümerie Vollmar in Bonn und da habe ich ein paar Schätzchen mir zugelegt. Die werden wir heute besprechen. Mein Mann wird sie testen und wird euch seine Meinung dazu abgeben. Also, wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt es euch, abonniert meinen Kanal. Mich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen. Und ich denke, wir werden uns jetzt den Düften widmen. Ich habe insgesamt 4 Düfte gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber leider, leider schließt die Parfümerie Vollmar in Bonn nach 111 Jahren und die Parfümerie Becker wird die übernehmen in der Zukunft und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, natürlich noch einmal da gewesen zu sein und noch ein bisschen was einzukaufen. Die haben sehr gute Rabatte zurzeit. Also wenn ihr in der Nähe seid, ein Besuch, der lohnt sich wirklich. Es ist ein Erlebnis dort. Ich empfehle euch das. Und ja, ich denke, jetzt schauen wir uns die Düfte mal an. Ich denke, wir greifen einfach rein, ja, und fangen an zu testen. Für euch zum Wissen, der erste Duft, den ich mir gekauft habe, ist der Opus Core von Wilhelm Parfümerie. Der war auch sehr gut runtergesetzt und ja, ein sehr, sehr schöner Duft. Vielleicht, ich erzähle ein bisschen was und du fängst schon mal an zu riechen und dann kannst du uns ein bisschen deine Meinung dazu sagen. Also, Opus Core ist ein blumig-fruchtiger Duft. So initial, als ich mir den aufgesprüht habe, habe ich mir so gedacht, ja, ist okay, ganz gut. Aber dann hat er sich wirklich toll in der Basis eröffnet. Ich fand ihn richtig gut und er musste unbedingt mit. Wir haben AKI, diese kleinen Beeren. Ja, ich finde auch, der hat so ein leicht fruchtiges Opening, definitiv, mit Zitrone und Himbeerblüte. Und das ist so dieser Anfang, der für mich so ein bisschen schwierig war. Und dann haben wir Magnolie, Veilchenblatt, Amber, Moschus und Sandelholz. Und wie ihr wisst, Sandelholz liebe ich. Und ich glaube, der Drydown mit dem Sandelholz ist das, was mich dann am Ende so wirklich überzeugt hat. Was ich dazu sagen muss, er ist definitiv von der Haltbarkeit nicht der stärkste und von der Projektion auch nicht. Für mich ist es wirklich so ein Frühlings-Sommerduft, wenn es wirklich warm ist und wenn man nicht ganz so starke Düfte mag. Vielleicht sagst du mal, was du meinst. Ja, also das Opening, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt beeindruckend. Mhm. Bin mal gespannt, wie der sich dann entwickelt. Ich denke, am ehesten ist das auch so ein frisch gewaschen Duft. Erinnert einen jetzt nicht speziell irgendwie an eine Frucht oder an irgendwas Gourmandiges. An nichts jetzt speziell, wo ich jetzt sagen würde, puh, das hat jetzt so einen Wiedererkennungswert. Okay. Es ist eher wie frisch gewaschene Wäsche. Vielleicht mit einem netten Weichspüler dabei. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Wir geben dem jetzt noch mal ein bisschen Zeit und nachher sage ich dann am Ende noch mal, was ich so denke, wie also sich das entwickelt hat. Ich persönlich finde das Opening schon, also ich rieche Frucht. Ich rieche definitiv Frucht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es AKI-Beeren sind oder irgend sowas in die Richtung, aber er riecht zitrisch-fruchtig, wobei die Zitrone wirklich im Hintergrund ist. Es ist einfach nur frisch. Es ist frisch, es hat was von frisch geduscht, frischer Wäscher, wie mein Mann schon gesagt hat, sehe ich ganz genauso. Und er hat für mich so einen Vibe von Byredos Mojave Ghost oder sowas in diese Richtung. So diese entfernte Familie, ja, so ungefähr. Aber trotzdem, wer wirklich diese frisch gewaschenen, out of the shower, Body Lotion Vibe, ich finde den auch ein bisschen cremig, findest du nicht? Ich finde, der hat eine gewisse Cremigkeit. Der ist jetzt nicht sehr cremig, aber... Ja, schon, sicher. Aber wie gesagt, ist eher... Also, so wie sich das jetzt schon so ein bisschen abzeichnet, wird wahrscheinlich eher so ein Hautduft sein. Ja. So, man müsste schon an jemanden eher näher rangehen, um den dann wahrzunehmen. Und ich denke, ja, wenn jetzt ein paar Leute im Raum sind, die vielleicht irgendwelche stärkeren, so Orientaler tragen, dann geht dieser definitiv unter. Nein, ja, das ist auch nichts dergleichen. Also das ist wirklich etwas für
Ja, für jemanden, der etwas Frisches sucht, ich würde definitiv den Duft Frühling, Sommer, würdest du auch sagen. Ich denke, im Winter geht er verloren. Der geht einfach verloren. Ja, und ich würde fast wagen zu sagen, wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, dass irgend so ein Japaner, ja, Ja, der das stimmt. so Er hat schön, recht. so schön so zugeknöpft und so diskret und hi und ne, Ja, also aber er riecht wirklich, könnte ein Japaner sein. Das ist ja. wirklich dieser Sauberduft. Es ist ein Sauberduft, aber ich finde ein nennenswerter und ich würde den bestimmt, also ich würde den selber tragen nach dem Duschen, wirklich so, ne, out of the shower und dann das nochmal so drauf. Aber er hat für mich, muss ich sagen, von der Projektion, von der Sillage und von der Performance eher was von einem sehr guten Body Mist als jetzt wirklich von einem richtig guten Nischenduft. Ja, also so würde ich sagen. Trotzdem, er war gut genug, ihn zu kaufen, denn ich mag solche Düfte und ich wollte unbedingt was aus diesem Haus probieren. Und Opus Core, wenn ihr Sauberdüfte mögt, ich kann euch den wirklich nur empfehlen, aber probiert ihn. Ich würde den nicht blind kaufen und ich würde auch sagen, für den vollen Preis hätte ich ihn nicht gekauft, aber für den Preis, für den ich ihn bekommen habe, absolut toller. So würde ich sagen. So, wir Viel machen Spaß gleich noch ein damit. Rating, welche mir am besten oder welcher mir am besten von allen gefällt. Jetzt wollen wir erstmal alle besprechen mit euch. Ich habe noch einen Duft aus dem Haus gekauft, weil ich ja unbedingt was aus dem Haus wollte. Und zwar ist es Darling Nikki. Darling Nikki ist jetzt eine ganz andere Liga, ein ganz anderer Duft. Das ist ein würzig-fruchtiger Duft mit schwarzer Johannisbeere, Mandarine, schwarzem Pfeffer, Safran, schwarzem Lotus, Möhrensamen, Holzrauch, Leder und Tonkabohne. Ihr hört schon von den Duftnoten, das ist was Würziges, Fruchtiges, der ist tiefgründig, der ist auch, der hat eine gute Performance, der hat wirklich eine gute Performance. Ich finde den sexy. Ich finde den richtig gut. Übrigens, beide sind natürlich absolut Unisex. Also wirklich, hier sehe ich überhaupt keine Gender. Ich würde hier nicht sagen, mehr Frau, mehr Mann, die sind beide absolut in der Mitte für mich. Und eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen, das wollte ich noch kurz sagen, die Haltbarkeit von ihm. Also, ich würde sagen, die erste Stunde projiziert er wirklich gut. Nach einer Stunde wird er hautnäher und ich würde sagen, Haltbarkeit ist max 4 Stunden. Danach rieche ich ihn an mir selber nicht mehr. Nur so für euch zum Wissen. Okay, also Darling Nikki, jetzt wo du eben sagtest, dass irgendwas vom Möhrensamen ist, hat er Ja. bei mir so ein bisschen Lotti Karotti in Erinnerung gerufen, das Spiel von meiner kleinen Tochter. Unsere Tochter spielt das zurzeit gerne, deswegen ist das sehr in bei uns. Okay, und ich habe mir was völlig anderes darunter vorgestellt. Ne? Also so Möhrensamen, das ist für mich so, okay, Parfüm, Möhrensamen, okay. Aber gut, sicher, das ist ja nur wahrscheinlich eine Nuance. Nein, hier finde ich das Opening, muss ich sagen, jetzt sehr gewinnend. Und es erinnert mich so ein bisschen an dieses Lied, kennt ihr bestimmt. Dear Darling, please excuse my writing. Oh, vielleicht ist Boah, das der dann, ist geil. vielleicht ist es auch der Name, ich weiß es Nein, der ist nicht. geil. Auf jeden Der ist Fall absolut ist der geil. Duft, sage ich mal, jetzt schon gut. Ich hoffe nur, dass er sich auch so entwickelt. Ich denke, am Ich ehesten. rieche schwarze Johannisbeere wirklich im Opening. Ich rieche die. Ich rieche die. Ja, gut. Eine frische schwarze Johannisbeere und eine gesüßte. Wirklich eine gesüßte. Aber diese Pfeffrigkeit spielt mit. Es kitzelt ein bisschen in der Nase am Anfang, aber angenehm. Es ist wirklich angenehm. Also mit so viel Professionalität kann ich jetzt nicht aufwarten, muss ich sagen. Ja, mit schwarzer Johannisbeere rieche ich sicher Mega nicht Duft, raus. mega Duft. Aber ich könnte eine Parallele ziehen. Weißt du, woran mich das erinnert? An Tom Ford ist das, Beau du Jour ist das, glaube ich. So heißt dieser Duft, ne? Ja. Beau du Jour. Ne? Und Habe ich den jetzt im Kopf? an diesen erinnert er mich sehr, sehr stark. Aber Beau de Jetzt Jour im. ist männlicher, finde ich. Ne? Also. Schon. Für meine Nase, ja. Also ich finde den deutlich unisex-tauglicher. Beau de Jour finde ich doch sehr männlich. Also für Ich mich sage jetzt, ja für nur, das meine ist jetzt Nase. auch so mein erster Eindruck. Wir schauen jetzt mal, wie sich der Duft jetzt weiterentwickelt, ja, und dann. Also für mich, ich kann euch nur sagen, das ist wirklich große Liebe. Ich finde den richtig gut gelungen. Das ist ein Duft für mich. Den würde ich tragen, wenn ich was Besonderes vorhab, wenn ich wirklich schick gemacht bin, irgendwie kurzes schwarzes Lederjacke und dann diesen Duft. Ja, so sehe ich das. Dann kannst du mich ausführen. Gut, okay, ja. Also geil. Ich finde den wirklich geil. Wenn ihr würzige Düfte mögt, Männer und Frauen, du würdest den auch tragen, oder? Oder hättest du Probleme?
Wie gesagt, ich müsste jetzt erstmal wissen, wie der sich so entwickelt. Vom Opening her ja, aber ich habe schon so Unterschiede erlebt zwischen den Parfums und dann, ich will mich jetzt nicht direkt am Anfang schon zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, er riecht erstmal zu Beginn jetzt sehr gut. Wir warten ab, Okay. okay? Und Also ich ja, immer noch gut. im Drydown, diese Ledernote, finde ich, kriege ich im ganzen Duft relativ wenig. Später im Drydown einen Hauch, aber wirklich, also vor dem Leder braucht ihr keine Angst zu haben. Er ist für meine Nase nicht ledrig. Also nicht diese Lederdüfte, weil ich habe auch Probleme damit. Ich kann die nicht gut. Aber den hier, oh, ich finde den toll. Ich finde den richtig toll. Darf ich mal an Haltbarkeit dir und riechen, wie der? Sillage ist Ja. hervorragend. Das ist ein Biest, also der strahlt, wenn ihr den wirklich übersprüht, so wie ich. Ja. Ganzen Tag ist der da. Also seine 7, 8 Stunden und drüber, auf den Klamotten hält er noch ewig. Aber es ist wirklich Preis-Leistung, finde ich. Darling Nikki ist top. Ein frischer Duft. Frisch, finde ich. Riecht auch richtig frisch. Ja, für mich geht er eher so ins Süß-Würzige. Also frisch ist für mich der Opus Core. Das ist für mich so frisch. Und der Darling Nikki ist für mich so, ihr müsst wissen, mein Mann ist so einer, der trägt nur die schwersten aller Schweren. Ja, die Granaten, das sind seine Düfte. Für ihn ist sowas wie Darling Nikki so ein frischer Duft. Für mich ist es kein frischer Duft. Also Darling Nikki ist schon ein würziger Kandidat. Das muss man mögen. Aber schöner Duft. Sehr schöner Duft. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Ja gut, okay, man muss schon sagen, der andere, der Opus Core ist schon frischer. Ja, ist vielleicht, weil er noch mal so leichter ist, ja, aber für meine Begriffe, wie gesagt, wenn ich jetzt so einteilen müsste, nach rechts, nach links, frisch oder halt schwer, dann würden die beide eher so Richtung frisch gehören. Die Nasen sind Na, ja alle ja. unterschiedlich, das ist auch absolut in Ordnung. Jetzt kommen die zwei Schätzchen. Das sind die zwei Düfte, auf die ich am meisten gewartet habe. Und ja, ich weiß nicht. Ja, ich würde sagen, das ist Nummer 2 und der andere Nummer 1. Ja, und zwar von Kana habe ich Tardes gekauft. Ich wollte den schon ewig probieren und ja, das ist ja kein Haus, was man jetzt überall probieren kann. Jetzt konnte ich es probieren. Der Duft ist sofort bei mir in der Einkaufstasche gelandet. Der ist richtig gut. Leute, ist der gut. Es ist ein süßblumiger, das ist ein spanisches Parfümhaus. Wollte ich gerade fragen, das klingt so spanisch irgendwie so. Ja, also Tardes, der Abend. Und jetzt hört euch diese Duftnoten an. Rose. Mandel, Rosenholz, Rosengeranie, Pflaume, Sellerie, das fand ich spannend. Das hat mich immer abgeschreckt, deswegen habe ich den nie blind gekauft, weil ich gedacht habe, oh Gott, da ist Sellerie drin. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Dann Zeder, Heliotrop, absolut mein Ding, Moschus und Tonkabohne. Aber dieser Duft, ich muss mir den aufsprühen, du kannst den auch gleich haben, hat mich einfach umgehauen. Darf ich mal an dir riechen erstmal? Der hat eine Sillage, Oh. Leute, also wirklich, der strahlt bombastisch. Das ist wirklich ein süßblumiger Duft zwar, aber ich finde, der hat Tiefgang. Der ist so Oh, schön, der der ist ist gut. so sexy irgendwie. Der ist sogar so für ein süßblumig hat er was Verruchtes. Ich weiß nicht, was es ist, aber der ist Soll ich dir irgendwie was verrucht. sagen? Also, Femme fatale für mich, ja, sowas in diese Richtung, oh. ist, oder? Also da kann ich nur sagen, Buenas tardes, señora. ¿Qué tal estás? Encantado de conocerte. Also sehr, sehr. Ja, der hat Ja, was, ne? ich kann jetzt schon sagen, dieser Duft, wenn diesen eine Frau trägt, tja, soll sie sich nicht wundern, dass sie angesprochen Also, wird. mal unabhängig davon, dass der Duft, finde ich, einzigartig ist. Und ich sage euch eins, ich habe sowas und ich habe sehr viele süßblumige Düfte. Sowas in diese Richtung, keinen einzigen. Wenn ihr mich jetzt fragt, an was erinnert dich das, Jenny? Kann ich euch nicht sagen, an keinen. An keinen. Er ist einzigartig und er hat irgendwas. Also ich habe direkt auch die große Flasche. Es gibt ja 50 Milliliter. Nein, ich habe die 100 gekauft, weil ich weiß, das ist so ein Duft, den werde ich jeden Tag benutzen. Das ist ein No-Brainer, so wie ich das gerne sage. Den ziehe ich aus dem Regal und das kann ich mir vorstellen zu jeder Tageszeit, egal wohin. Das würde ich auch auf die Arbeit tragen, ohne Probleme, oder? Da wird sich niemand daran gestört Ja, fühlen. ja. Und ich kann wirklich sagen, denn ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass sich jemand mal an meinem Parfum gestört hat.
An diesem hier kann ich es mir nicht vorstellen. Ne? Ich glaube, das war ja dieser Duft, von dem ich dir erzählt habe, als sich jemand drüber War das nicht beschwert Black hat. Orchid? Nein, das war nicht Nein? Black Orchid. Nein, das war von, auch nicht die Tiziana Terenzi. Jetzt überlege ich gerade mal. Das war von den, schon Sergio. den, von den Kardashians, diese eine. Warte mal. Kayali. Kayali, ganz genau. Invite only. Genau, genau. Invite only, das hat mein Mann. Ich war nämlich da in der Schweiz bei ihm und er hat sich das von mir aufgetragen und ist zur Arbeit gefahren. Für die, die es nicht wissen, mein Mann arbeitet dort auch als Arzt und fährt zu den Patienten nach Hause. Und was hat die Patientin zu dir gesagt? Wie war das nochmal? Oh, nein. Wie kann man sich als Arzt so einparfümieren? Und ich hatte wirklich nicht viel davon genommen, aber dieser Duft, der hat es ihr offenbar, oh, hat sie ein bisschen ausgenockt. Na, Gott sei Dank ist der Hausbesuch aber sonst gut verlaufen und sie war dann doch zufrieden. Ja, aber Ja, also das ist natürlich auch ein Duft, klar. Da, ne, wenn jemand empfindlich reagiert, ihr könnt euch vorstellen, gerade so die Patienten, die aus den medizinischen Berufen, die kennen das, die wissen das. Aber wie gesagt, wir beide sind jetzt wirklich, ja, wir nehmen das locker. Ich meine, Invite Only, ich nutze ihn auch vorsichtig, ja. Aber es ist ein geiler Duft, mal unabhängig ein davon. wunderschöner Duft, aber ich würde es wirklich eher für den privaten Sektor empfehlen und weniger Ja, beruflich, ist es ja, nicht. weil einfach bestimmte Menschen sich daran stören, wenn ein Duft zu stark ist oder zu penetrant Der ist auch und penetrant. sollte man auch noch so wenig davon nehmen, ja, das haben die Düfte an sich, ne? Also wir hatten ja auch hier schon mal zum Beispiel den Swiss Arabian, ne? Das ist ja auch so Oh Gott, einer, ja, da das. riecht man 48 Stunden danach, Das ist wie ja, Kleber. das ist ja Das ist wie einfach wie Das ist ja, Kleber. als wäre man irgendwie Dauerangestellter auf so einem türkischen Basar. So. Ja, also, ja. 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 Gut, zurück zum Tardes. Also, von mir 10 von 10, ohne jeglichen Abzug. Performance top. Duft mega außergewöhnlich. Und das ist, was mich geflasht hat. Für einen blumig süßen Duft sowas zu kreieren, für mich Meisterwerk. Punkt. Ich finde ihn sehr gut. Ich hoffe noch, dass er am Ende des Videos immer noch genauso gut Du musst riecht dann deinen noch aussuchen. oder sich noch besser entwickelt und dann, ja. Aber jetzt kann ich sagen, von den dreien, die wir bisher hatten, ist dieser hier, der mich am ehesten Ja, packt. siehst du, und Ja, das sind auch auf jeden meine. Und Fall. jetzt kommt Auf jeden meine Fall. absolute Number One. Und nach diesem Duft war ich die ganze Zeit schon auf der Suche. Als ich die Duftnoten gelesen habe, wusste ich, Jenny, du musst den kaufen. Ganz egal. Ich hätte den auch blind gekauft, habe ich aber nicht. Und er hat einen wunderschönen Namen auch. Und zwar ist es von Trussardi, die private Linie. Und zwar La Vie de Milano. Und jetzt kommt mein tolles Italienisch, kreuzigt mich nicht. Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II. So heißt der Duft, langer Name, aber, dieser Duft ist einer der schönsten gourmandigen Düfte, die ich seit langem gerochen habe. Ihr wisst, ich liebe gourmandige Düfte und der hier hat mich umgehauen. Duftnoten: Haselnuss, Kaffee, Zimt, Kokosnuss, Tuberose, Jasmin, Zedernholz, Vanille und Moschus. Die Pyramide hat mich damals schon sowas von angesprochen. Ich wusste, ich muss mir den auch mal aufsprühen, unbedingt, um nochmal. Ist dieser Deckel ein Hundekopf da? Ja, Oder das was ist soll der das sein? Trussardi-Kopf. Das Okay. ist, ich würde sagen, das ist ein Hund. Ja. Also sieht so Ja. ein bisschen wie ein Windhund aus, Ja, ne? So sowas. Ist schmale auch sehr Schnauze. schön gemacht, Leute. Die Ja. Flasche ist richtig schwer. Der Hund hat so ein Lederhalsband hier noch drumherum. Ich finde die Flaschen wunderschön. Ist vielleicht nicht was für jeden, aber Gott, Darf dieser ich an Duft. dir erstmal Ja, darfst vielleicht? du. Oh, ja, Dali. Oh, ja. Leute, Da riecht man oh, wirklich, also dieses Himmel, Nussige. Himmel auf Erden, ihr Gourmand-Liebhaber da draußen, wenn ihr den noch nicht kennt, ich garantiere euch, und das ist für mich ein Safe-Blindkauf, wenn ihr gourmandige Düfte mögt, wenn ihr etwas wollt, was für mich ist das eine Nuss-Nougat-Creme mit einer unterlegten Tuberose. Ich habe so eine Kombi noch nie gerochen. Ich liebe Tuberose, aber die Tuberose kann manchmal sehr schwierig sein. Hier ist sie einfach nur einmalig gut. Die vermischt sich mit dem Jasmin und dann habt ihr diese Blumen, diese Nuss-Nougat-Creme, aber edel. Nicht Ja. billig, nicht irgendwie Schokolade à la Chocolate Greedy von Montal. Vergesst das. Nichts dergleichen. Das ist Schokolade auf höchstem Niveau. Und ich finde, es riecht noch nicht mal nach Schokolade, sondern wirklich nach Nein, nein, Nuss-Nougat das ist irgendwie. mehr so die Fondierung, würde man Oh, sagen, der ja, ist so so gut. diese Schokoladige im Hintergrund, aber ich denke,
Das, was man sehr gut rausriecht, ist dieses Nussige. Ja. Ja. Riechst du Kaffee? Das, was ich jetzt eben nicht hätte sagen können, sowas wie die schwarze Johannisbeere oder sowas, das habe ich überhaupt nicht gerochen. Ja. Hier eindeutig prominent etwas Nussiges. Was für eine Nuss, kann ich es nicht sagen. Erinnert mich zuweilen sogar an eine Likörsorte Ja, es nochmal. riecht ein bisschen nach Es Alkohol. erinnert mich so ein bisschen an eine Likörsorte von einem guten Freund von mir. Haselnusslikör. Mich persönlich eher sogar an dieses Likörchen heißt Bellota, ist ein spanisches Likörchen und ist noch nicht Was du so mal, alles es kennst. ist nicht mal, ja, was macht man sonst so in seiner Freizeit als Arzt? Nein, dieses Bellota ist eigentlich ein Eichellikör, spanisches Eichellikörchen, ja. Und Also ganz daran egal, erinnert mich das, ja. Herzchen, der ist so gut. Leute, Wahnsinnig der, gut. boah. Also wenn ich jetzt 11 von 10 geben könnte, würde ich ihm 11 von 10 geben. So sehr mag ich ihn. Also das ist wirklich riesengroße Liebe, war für mich eine Überraschung. Ich wusste, ich werde den mögen, aber so hätte ich nicht gedacht. Ich habe den die letzten Tage rauf und runter getragen. Ich habe keinen anderen getragen, obwohl ich den Tardis auch immer gern tragen will. Aber im Moment, weil ich weiß, den werde ich im Sommer eher weniger tragen. Der wird mir im Sommer zu viel. Deswegen möchte ich jetzt, wo es noch kalt ist, spielt der so Ja. schön. Boah, der ist eine Granate. Also Also. aus dem Haus werde ich definitiv noch zwei, drei. Ich bekomme jetzt ein paar Proben von einer Freundin von mir, die schickt die mir und ich werde die testen. Und wenn mir der eine oder andere nochmal genauso gefällt wie dieser hier, wird der eine oder andere aus dem Haus definitiv einziehen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, die wären limitiert. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Und wenn das so sein sollte, müssen die einziehen, denn irgendwann kriege ich sie ja nicht mehr, wie das halt immer so ist, ne? Wenn ich limitiert höre. So, jetzt darfst du gerne mal sagen, welcher, sagen wir mal, du ratest sie einfach von hinten nach vorne. Ja, Der letzte okay. wird der erste sein. Ja, gut, in Ordnung. Also ich versuche noch mal ein bisschen. Wir haben ja mit Opus Core angefangen, ne? Genau. Ja. Ja. Ich kann. Ja, es ist natürlich schwierig. Ich muss jetzt von vornherein sagen, das sind ja alle vier Düfte jetzt sind Düfte, die ich persönlich jetzt erstmal für gut befinde. Ja, kann ich nur so sagen. Der schwächste von Intensität ist sicherlich dieser Opus Core. Core. Ja, das ist ja sicherlich, ist, wie ich erwartet habe, eher ein Hautduft. Etwas, Darf ich mal was, an dir riechen? ja, aber riecht aber gut. Nevertheless, also das ist Also bei mir wirklich, ist er noch ja. stark. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut, aber wenn ich jetzt so raten müsste, würde ich sagen, okay, Platz also 4. Platz 4. Platz Ja. 4, Opus Core. Aber kein schlechter Platz 4, einfach nur, weil irgendeiner muss halt 4 sein, ja, also, Platz 3. ne? Platz 3, lass mich mal schauen. Also Darling Nikki ist schon sehr gut, ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich schwanke so ein bisschen. Also Tades finde ich auch sehr gut. Ich denke, Tades gefällt mir im Opening sehr, sehr gut. Nachher wird es ein bisschen schwächer. Nein, ich denke, ich würde Darling Nikki auf Platz 3 nehmen. Ich schwanke so ein bisschen, weil wenn es jetzt irgendwie, wenn ich zwei auf ein Treppchen setzen dürfte, dann würden die beiden für mich jetzt eher so Platz 2 belegen und der da Platz 3. Ja, okay. Ist egal, nimm einfach, es Aber ist doch wurscht. ja, wenn ich jetzt wirklich ganz klar den Vorzug geben soll, dann muss ich sagen, okay, also Platz 3 und Platz 2. Was? Und Ja. du nimmst Trintrusadi auch auf Platz 1? Das Ja, überrascht weil mich. er, ja. Und zwar, Wow. weil er für mich, sage ich mal, die längste Haltbarkeit wahrscheinlich hat. Ja, Nein, der ist also einfach nur gut. Leute, der der, ist. Oh Gott. der, über, der übertönt sowas von alles andere, aber auch nicht auf so eine penetrante Art Nein. und Weise, dass jemand daran jetzt gestört Nein. wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also sowas wie mit Kayali würde mir mit dem sicher eher nicht Nein, passieren. überhaupt nicht. Nein. Der ist sehr angenehm. Der Ja. stört, den stört keiner und je keiner wird euch sagen, boah, es ist zu viel Nein. oder zu süß Nein. oder der ist so edel, der riecht luxuriös, der riecht wirklich teuer, Leute, richtig teuer. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so überlege, meine ganzen Gourmand-Düfte, die ich ja liebe und vergöttere, ich glaube, ich habe eine neue Nummer 1. Also der ist wirklich mega. Also für mich, wenn ihr mich fragt,
Erster Platz, allerliebster, der Trussardi Passeggiata in Galleria Vittorio. So ein schöner Name. Also wie gesagt, definitiv, wenn ihr den noch nicht probiert habt, probiert ihn. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr gourmandige Düfte mögt. Ich finde auch, wenn ein Mann gourmandige Düfte mag, überhaupt gar kein Thema. Kann man definitiv auch als Mann tragen. Aber man muss diese Art von Düfte halt mögen. Und es muss einem nichts ausmachen, dass man so ein bisschen Richtung einer sehr edlen Nutella. Ich will nicht sagen Nutella, es ist nicht Nutella na, für mich. Nein. Nutella nein, riecht nein, einfach nur nein, pappig nein. süß, aber das riecht edel. Also ja, und ich finde immer noch dieses leicht alkoholische. Ja, ja, es dieser, riecht dieser wie ein alkoholische Aperitivo Unterton, oder ja, irgend so der ein... schwingt die ganze Zeit da so mit. Ja, und aber das gibt ihm diese edle. Luxury, ja, dieses Ja. Edle, das finde ich auch, definitiv. Die und die Tuberose, möchte ich nur sagen, für die, die Angst haben, die Tuberose ist nicht schlimm. Also ich kenne Leute, die Tuberose hassen, die den Duft zum Beispiel lieben. Also deswegen probiert ihn definitiv aus, auch wenn ihr Tuberose nicht mögt. Ganz Wenn wichtig. jemand jetzt aber was speziell wissen möchte, also ich persönlich würde diesen Duft lieber an einer Frau riechen wollen als an einem Mann. Okay. Ich finde ihn gut, ja, und so gut, dass ich dann schnüffeln kann, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt an mir selber, ja. Also ich denke, der Duft passt besser zu einer Frau. Prinzipiell können es Männer tragen, ja, aber passend tut es eher zu einer Frau. Und Tardes sowieso. Ne? Also toller Duft. Das empfehle ich für die Senoritas. Ja, das waren sie, meine Neuankömmlinge aus der schönen Parfümerie Vollmar. Also ich mache keine Werbung, nur dass das hier einmal klar ist. Ich war nur einmal selber da. Ich habe es als Erlebnis empfunden. Die machen, glaube ich, bis Ende März da den Abverkauf. Und wenn ihr in der Nähe von Bonn seid, ich empfehle euch, schaut da mal vorbei. Es macht einfach Spaß, auch wenn man nichts kauft, macht es einfach Spaß, da mal da gewesen zu sein. Ansonsten danken wir dir, lieber Chaba, dass du uns heute Sehr, besucht sehr, hast. sehr, sehr gern. Und wir wünschen euch definitiv noch ein schönes Restwochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Ciao.